Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Wir haben uns beim letzten Mal diesen Mercedes hier zusammengebaut für die Straßenrennen. Und ja, wir fahren jetzt da vorne zum nächsten Rennen. Jo, genau. Wir fahren da vorne zum nächsten Rennen, was wir uns in der letzten Folge markiert haben. Und holen uns hier den nächsten Sieg. So. Ruta Norte, Solo. 8,4 Kilometer. Und natürlich den Mercedes. Wir müssen nur mal die Punkte verteilen. Fällt mir gerade noch ein. Vielleicht können wir das noch im Rennen machen. Ich weiß es gar nicht. Können wir das in diesem Rennen machen? Straßenrennen. Ich bin ja überlegen, ne? Ich bin ja am überlegen. Ach, warte mal, was kriegen wir, wenn wir das ausmachen? Das gibt gar keinen Bonus, okay? Ich weiß halt auch nicht, wie... Wir lassen jetzt wirklich erstmal. Wir machen mal die nächsten Folgen wirklich dieses eine Finale, was wir da machen können. So, bitte nicht rüberlenken. Ich muss hier durch. Zu Hause gibt's Essen. Da ist frisch gekocht. Ich muss los. Jetzt echt Zeit gekostet, der Käfer. Wieder ist der Buggy hier so krass. Jo, sauer. Und weiter geht's. Wunderbar. 31% abgeschlossen. Läuft wieder ganz gut. Jetzt darf ich nur nicht den Fehler machen, um mich mehr darauf zu konzentrieren, dass keine Autos entgegenkommen, als dann auf die Minimap zu schauen. Dass ich hier ja keine Kurve unterschätze. Können wir mehr als die berüchtigten 6 Sekunden nochmal rausholen vielleicht. Ja, sauber. 63%. Sehr schöne Sache. Was war das für ein Wagen? Sah irgendwie aus wie ein Ford von hinten und von vorne irgendwie wie ein Hammer. Zumindest das, was ich in einem kurzen Augenblick sehen konnte. Kann ich mich auch verguckt haben? 90%. Wir sind quasi schon auf der Zielgeraden. Jetzt können wir richtig schön Gas geben. Ah, guck mal, der schafft mehr als 280. Was war das dann in der letzten Folge? Boah, fast die 300 noch geknackt. Fast die 300 noch geknackt. 2 Minuten 31. Was? Das halte ich für ein Gerücht. Und wieder ein Level up. Ich könnte noch mal ein bisschen Geld vertragen. Oh. Ja, okay. Ist auch nicht verkehrt. So, Punkte verteilen. Fällt mir gerade ein. Automeisterung. Was?
25 kostet das. Ja, dann gehen wir oben rum. Wobei, wir gehen beide Wege. So. Ach du Kacke, 4 Stück. Übrig, das heißt 5. Oh. Ja, 35.000 ist okay, ist aber jetzt auch nicht viel. Dann würde ich dann doch eher was... Ach du Kacke. Was anderes nehmen. Ja, sowas schon eher. Was ist denn da? Das Goldene. Okay. Ich glaube, das Goldene waren 500.000. Ja, geil. 2 Millionen haben wir schon mal. Okay. Ah, hier haben wir direkt ein weiteres Rennen. Ach, wir stehen sogar schon drauf. Las Afueras. Afueras. 8,1. Mercedes. Und auf geht's. Oh Gott. Rennveranstaltung starten. Und gib ihm. Schade, das Lied läuft nicht mehr. Muss ich mal hier vorbei drängeln. Vorne kann ich bestimmt wieder was rausholen. Na, scheiße. Hätte ich die Kurve besser genommen. Ist das eine Corvette? Ah, guck mal, kann ich gucken. Ja, tatsächlich, eine Corvette. Ich war gerade am überlegen, ob es wie damals so eine Fahrerliste gab. Das konnte man ja, glaube ich, im Rennen... Oh, shit, sorry. Konnte man das, glaube ich, im Rennen noch nachgucken. Oh, scheiße. War schon kaputt. Der ist in mich reingefahren, natürlich. Scheiße. Okay, hier spule ich wirklich zurück. Habe ich zu viel gewollt. Schießt halt wirklich direkt nach vorne, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Das war dann nämlich das Problem in der Kurve. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen, wenn ich in den Kurven Gas gebe. Oh shit, was war das? Deswegen gebe ich halt auch mal so ein bisschen was. Oh, Gas. Okay, Minimap. Scheiße, es sah nicht so aus. Mist. Na, jetzt können wir wieder punkten hier. Aus dem Weg! Warum habe ich mich eigentlich beschwert, dass hier keine NPCs fahren? So. 62%. Ach, Moment mal ganz kurz. So. Erkältung nervt ein bisschen an der Stelle. Noch einen Schluck getrunken. Ja. Sauber. Mit Vollgas dran vorbeigezogen, ohne irgendwas machen zu müssen. Ah, hier muss ich echt aufpassen jetzt.
Offroad ist halt nicht... Oh, scheiße. Offroad ist halt nicht dem seine Stärke. Ich hab den gerade falsch eingeschätzt. Ich dachte, der wäre noch da in der Kurve. Ja, da sieht man's. Kann ich lenken, wie ich will, der fährt geradeaus. Da ist zu viel Power hinter. In 3 Minuten 4 beendet als Erster. Das sind jetzt bestimmt auch wieder nur 2 Sekunden oder so, ne? Ja, ein paar mehr. Schöne Sache. Wie viel kriegen wir jetzt eigentlich? 29. 19.000 Credits. Hey Chris, Zeit für ein Abenteuer. Wohin geht's als nächstes? Bleiben wir dabei. Genau das hat Ramiro auch gesagt. Ich gebe ihm grünes Licht für den Marathon. Okay. Wo war's? Hier, mein Horizon Wheelspin, da haben wir's. Wir hatten lang kein Gold mehr, ne? Wirklich lang kein Gold mehr. Jetzt wird's mal wieder Zeit. Oh. Ich habe jeden Straßenracer von Guanajuato bis zur Küste angerufen. Zeit für den Marathon. Okay. Was haben wir denn hier? Das haben wir gesehen. Hotfix. Ja, Geschenke. Wheelspin. Ja, nice. Jetzt wird's mal Zeit für Gold. Komm schon. Oh. Ja, sehr geil. Der war schon mal sehr schön. Der ist auch sehr nice. 2,6 Millionen. Wir kommen langsam an die, was war das? Burg. Ran. Ist halt nur die Frage, ob wir das in der Story hinbekommen. Hey, mi amigo. Coole Sammlung. Manche der Autos, die du noch nicht hast, kannst du direkt hier von der Automesse kaufen. Was ist das hier überhaupt? Wegtunte. Jetzt bin ich zu weit, oder? Da. Achso, ist einfach nur Dodge. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie so Special-Ding, weil er halt voll getuned ist, der Charger. Naja. Okay, gut. Punkte hatten wir 19. Hier ist doch bestimmt ein Straßenrennen um uns herum, oder? Da. Gut. Hola, mi amigo. Horizon Straßenszene ist so groß wie nie. Hier ist die Brücke wieder. Das ist dein Verdienst. Gracias. Hey, mi amigo. Hast du schon mal von der Carrera Panamericana gehört? Blitzerzone. Bleib auf der Straße und fahr mit Vollgas durch. Das ist noch gar nicht zu Ende. Scheiße. Da ist es. Ja, war glaube ich okay. Zurück. Na, ja, dann können wir noch was. Wahrscheinlich mit einem Königsheck oder so können wir da noch was rausholen. Grüßen. Achso, nee, hier ist es gar nicht. Bei nächster Gelegenheit. Ende. In 200 Metern. Links ab. Nee. Auf keinen Fall. Ja, schön gelandet. Hoffentlich komme ich kein dicker Baum. Ah, Gott sei Dank. Oh, shit. Zu viel gelenkt vor. Oh, dem Sprung. Oh, ja. Das lohnt sich richtig offroad. Von den Punkten her, wenn ich mir das mal oben angucke. So, Solo. Horizon Straßenszene. Horizon Calejera oder so.
aktuelles Fahrzeug. Ja, da kommt's. Ich wollte ja eigentlich warten, ne? Ja, machen wir wirklich jetzt. Das hatten wir eigentlich schon vor dem letzten Mal vor. Zu gucken, wie so ein Finale aussieht. Na komm schon, lass mich durch. Scheiße, jetzt hat er mich ein bisschen nach außen gerannt. Holen wir uns die Windschattenpunkte hier. Hier. Ah, scheiße. Bin ich ein bisschen ins Driften gekommen. Hat uns leider ein bisschen Geschwindigkeit gekostet. Bessere Beschleunigung als er gehabt. Damit haben wir den jetzt auch schön hinter uns. Und weiter geht's. So. Und gib ihm. Scheiße, noch so eine starke Kurve. Geht aber. 59%. Es geht immer so schnell. Ja, Zielgerade, perfekt. Sind wir schon wieder durch. Und da haben wir wieder einen Punkt bekommen. Wunderbar. 2:08. Vier Sekündchen. So, nächstes Rennen wäre entweder hier oder hier. Ist der kürzere Weg, fahren wir da ein. Na, jetzt. Das ist auch schon wieder ein Blitzer. Solo 8,8 Kilometer. Gut. Erinnert mich tatsächlich an ein Lied aus den 70ern gerade. Vielleicht ist es auch davon inspiriert, nicht inspiziert. Und gib ihm. So, 1% haben wir schon geschafft.
frisst nicht mehr Wein. Eieiei. Sorry. An der Stelle. So. Perfekt. Wunderbare Kurve. Na, no. Okay, können wir durchbrettern. Oh, das war aber, glaube ich, knapp. Weil ich meine, durch das Brückending können wir nicht durch. Oh, shit. War ich nicht. Wieder 63%. Passt auch zum Auto, C63. Ja. So. Muss gleich nochmal einen Schluck trinken. So, jetzt. Ach ja, weiter geht's. 20% noch. Ach, komm schon. Ach, ich wollte gerade auf die Bremse gehen, weil ich dachte, wir müssen nach rechts. Aber da war schon das Ziel. 2 Minuten 57. Wären noch 56 gewesen, hätte ich nicht mehr gebremst. Und wieder die berüchtigten 6 Sekunden. Mehr wären es bestimmt gar nicht. Ja. Oh, Level 30. Schade. So, na gut, ich würde sagen, wir machen. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ja. Ich bereite das nächste Horizon-Abenteuer für dich vor. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut, weil wir schon wieder am Ende einer Folge sind. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann seid das so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.